Eine der größten und am wenigsten beachteten Geschichten rund um diese Panikmache um den Bombenanschlag in Boston ist nicht die Tatsache, dass das FBI wusste, wer diese Typen waren und dass sie wussten, dass sie unter falschen Identitäten außer Landes geflogen sind oder dass sie verfolgt und verhört hatten oder dass zur Zeit des Anschlags Übungen stattgefunden haben, was von Augenzeugen bestätigt wurde. Nein, was ist die größte Geschichte? Die größte Geschichte ist, dass die Straßen von Boston abgeriegelt wurden. Es wurde Kriegsrecht ausgerufen, und zwar mit voller Absicht, um die Menschen daran zu gewöhnen, dass man grundsätzlich in einer Krise Polizisten aussendet, um die Leute mit Waffengewalt aus ihren Häusern zu holen und ohne Prozess oder Durchsuchungsbefehl ihre Habseligkeiten zu durchsuchen, was eine Verletzung des vierten Verfassungszusatzes ist. Hier ist der Artikel. Schockierende Bilder. Amerikaner werden mit Waffengewalt von SWAT-Teams aus ihren Häusern geholt. Der Artikel ist von Steve Watson vom 22. April und beinhaltet eine beeindruckende Sammlung von Bildern. Hier ist direkt eins, wo man einen Typen in einem Panzerturm sieht, der die Waffe auf jemanden in einem Fenster richtet. Im Artikel heißt es, es sind schockierende Bilder der Ausgangssperre von Freitag in Boston erschienen, wo Polizei, Bundesagenten, Nationalgarde und SWAT-Teams von Tür zu Tür gingen, um in 20 Blocks Häuser zu durchsuchen, während es in der gesamten Stadt eine Ausgangssperre gab und man nicht auf die Straße durfte. Hier ist ein Kommentar von Alex Jones. Obwohl wir bereits zahllose Fälle von bewaffneten Einzeltätern auf den Straßen gesehen haben, ist es noch nie passiert, dass eine ganze Stadt abgeriegelt wurde, so wie es letzte Woche in Boston und den Vororten passiert ist. Die Definition von Kriegsrecht ist, dass rechtsstaatliche Verfahren ausgesetzt werden und die Amerikaner unter einer Militärherrschaft sind. Und dann gibt es auch noch dieses Video, wo sie die Leute mit Waffengewalt aus ihren Häusern holen und sie wie Kriminelle behandeln. Sie weisen sie dann an, die Hände hochzunehmen. Nimm die Hände hoch, Sklave. Das ist es, was sie ihnen sagen. Immer und immer wieder. Und sie zeigen diese Bilder immer und immer wieder, damit man daran gewöhnt wird, damit jeder denkt, dass falls etwas passiert, sofort überall Polizisten auf den Straßen sein müssen, die jeden anschauen wie einen Kriminellen und die Leute anschreien und die Waffen auf sie richten. So sieht das neue Amerika aus. Dabei wissen wir definitiv, dass diese Jungs mindestens Lockspitzel waren, die von der CIA in Schläferzellen finanziert wurden. Diese ganze Sache stinkt zum Himmel. Das mit den beiden Brüdern, diesen angeblich so schrecklichen Terroristen. Und hier sind noch mehr Fotos. Und da ist noch ein Foto, das wir nicht in den Artikel aufgenommen haben, aber es hat auf Facebook seine Runden gemacht. In der Beschreibung heißt es, dies ist eines der weniger oft publizierten Fotos der gestrigen Ausgangssperre. Eine Familie mit kleinen Kindern aus Watertown hatte keine Milch mehr. Und da haben wir ihn. Da ist der Typ, der ihnen die Milch bringt. Denn der Staat ist es, der dir die Milch bringt. Es ist nicht wichtig, dass die Leute daran gehindert wurden, rauszugehen und dass sie in ihren Häusern eingesperrt wurden. Es ist nicht wichtig, dass sie nicht rausgehen konnten, um eine Zigarette zu rauchen oder um mit ihren Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Das ist alles nicht so wichtig. Nein, der Staat bringt dir deine Milch, denn er ist hier, um zu helfen. Darum geht es. Es geht darum, immer und immer wieder diesen Eindruck zu erwecken. Visit Infowars.com and PrisonPlanet.com. When you're on the site, you can also tune in 24 hours a day to my daily radio broadcast. There's also a free iPhone app to listen to the syndicated radio show when and where you want.